So, wir hatten gestern Unwetter hier. Seht ihr auch an dem schönen Belag hier. Und dann haben die Quadfahrer uns alles versaut. Und er war so nett und planiert uns das jetzt einmal. Sehr, sehr cool, damit wir hier gleich schön fahren können. Es gibt also auch durchaus sehr nette Quadfahrer. Ja, schon cool. Das wird trotzdem eine matschige Angelegenheit heute, versprochen. So, Python 4S. Ich habe jetzt die Ackermann ersetzt. Heute ist sehr, sehr matschig. Ich hätte ja auch mal Bock, so ein Mudday-Video zu machen, ne? Mal wieder. Ich habe ihm das Quirlige jetzt ein bisschen abgewöhnt. Ich zeige euch auch gleich mal warum oder wie. Warum ist ja klar. Und zwar habe ich vorne unter die Pivot Balls jeweils eine 1,5 mm dicke Unterlegscheibe runtergelegt. Dann ist die Spur ein ganz bisschen auseinander und der Wagen fährt sich deutlich weniger aggressiv im Gelände. Das wollten wir erreichen. Kommt ein Armer Creighton dazu, ein EXB. Es fehlt ein bisschen der Dampf, um so hinzukriegen. So, wir fahren mal dem Creighton hinterher. Hinterher, nicht rein. Hey, ich wollte umdrehen. Bremst du denn auf einmal? Sah gut aus. Ups. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen weiter wegstellen, weil ich, das ist eine blöde Position zum Fahren. Da stehe ich immer sehr, sehr geduckt, sage ich das mal. Du musst doch mal sagen, dass du bremst, ne? Keine Schade. So, jahrelang haben wir also mal anders gefahren. Jetzt müssen wir das ein bisschen anders machen wegen dem Wasser. Ich möchte eben betonen, ich hatte bis auf diese Ackermann, wo ich den Wagen ja mehrfach senkrecht eingehämmert habe, keine Defekte,
Kein Pivotball, der rausgeploppt ist. Gar nichts. Das war ganz schön knapp gerade. Wieder die gleiche Stelle, oder was? Ah, ein schöner Berkemeier. So, mit den Karosseriesplinten, das Problem habe ich nicht beheben können mit dem anderen. Da war er weg. Akku wieder leer. Oh. Oh, oh. Er hat ihn kaputt. Er hat ihn kaputt. Er hat ihn kaputt. Kläger steht in der Landezone. Und? Das ist kaputt. So, ihr habt gesehen, Akku ist jetzt schon ziemlich am Ende. Ich würde sagen, für den Second Run reicht das. Wir machen jetzt 6S rein. Freut euch drauf. Nächstes Video, Python 6S. Und dann sauen wir ihn auch richtig ein. Obwohl, der ist schon ganz schön dreckig. So, wenn der 6-mal piept, dann heißt das 6S. Da geht jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht ritzeln wir den auch mal auf den 15er hoch. Ein 13er ist ja verbaut. Das war pures Glück. Das ist 6S. Hoppala. Das ist auch 6S. Machen heute mal richtig geilen Mud Day. Bietet sich jetzt gerade an. Oh, schön mit Vollgas dran vorbei. Das Problem ist, die Autos sind danach so schön sauber. Oh oh. Das ist Reifeneinlage. Und das ist jetzt total doof, weil das ist hinten. Das ist da rausgekommen. Ja, das ist jetzt interessant. Das heißt, wir dürfen eine neue Reifeneinlage machen. Den Reifen aufschrauben, weil scheinbar sind es doch echte Beadlocks. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Wir schrauben das mal wieder zu und dann gucken wir uns das mal genauer an. Schrauben das mal auf und dann gucken wir uns das genauer an. So, das ist tatsächlich eine echte Beadlock-Felge. Ich habe jetzt alle Schrauben gelöst, den Ring abgemacht, alle Schrauben wieder drauf gemacht. Ich werde das nach dem Akku das Auto an die Seite stellen,
die Reifen abmontieren, sauber machen, verkleben, draufschrauben, mal gucken, welche Reihenfolge da besser ist. Weil das ist natürlich Murks, ne? Das würde ich auch jedem empfehlen. Für die eine gerissene Einlage mache ich natürlich eine neue. Da gibt es ein Video zu, wie das relativ einfach geht, mit wenig Kostenaufwand. Weil die Einlagen bekommt man einfach nicht. Guck mal, da ist der Azubi, der sich eigentlich krank gemeldet hat heute. Ja, was soll ich sagen? Das ist Arbeitseifer. Abgesoffen. Scheiße! Leo! Leo, du bist mein Sohn, du musst das tun! Ich hoffe, du hast das auf Video, ey. Selbstverständlich. Wasserdicht. Ist dein Coralli eigentlich wasserdicht? Ja, ist er. Einmal sauber machen. Noch ein Sohn! Scheiß Job! Ich sag dir, wenn du ihn rausgeholt hast, dass du auch einen Azubi hast, aber jetzt ist er. Mach aber gerade Kamera. Wer ist der Praktikant? Ja, die Musik. Noch läuft er. Einmal neue Kugellage, einmal warten. Ich glaube, das ist dein Spitzenrekord von Auspacken. Da flogen gerade die Einlagen. Zweite Mal. Kann ich schön aufs Logo machen. Da liegt noch ein Teil. Die Einlagen brauchst du besser nicht. Ja, da liegt Einlage. Und da liegt noch ein Teil. Gleich fällt er rein. Da ist meine Reifeneinlage, die brauche ich. Das musst du jetzt drauf haben. So, das ist Teamwork. Die Quadfahrer holen uns jetzt die Einlage raus. Also wenn das mal nicht Zusammenhalt ist hier. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen RC in groß hier. Mach das nochmal mit groß.
große Kinder und kleine Kinder. Wir beklappen Leute hier. Das ist Spaß. Das erste Mal betonen, den Fahrer, den kenne ich, mit dem bin ich schon zur Schule gegangen und das ist schon verdammt lange her. Wollt ihr dich jetzt nass machen? Nee, der hat meine Einlage wieder rausgeholt. So. Und danach wollte er ihn nass machen. Ja. So, bis der rangiert hat. So, gucken wir mal, welcher war das denn diesmal? Der weg. Vorne ist auch lose. Ja. Der hier ist nichts mehr drin. Ja, also warum sind Beatlock scheiße? Deshalb, die Seite ist alles tutti. Ja, die war noch voll Wasser, die Einlagen waren schwer, ne? Aber nicht vorne. Ja. Und die habe ich ausgedrückt. Ja, shit happens. Einmal Reifen sauber machen, neu verkleben und dann geht's hier weiter. Los, komm, volle Tacke da durch! Sag los drauf! Also ihr merkt, der Jahrgang 83, wo ich herkomme, das muss da dran liegen. Alter, da kommt noch mehr. Achtung, Achtung! Muss das so aussehen? Ja, da hängt doch was runter. Das heißt, nee, ist egal. Das Kind ist jetzt nass. Er hat mein Kind gewaschen. Er ist dein Sohn, er muss das tun. Das sieht nach Spaß aus. Ah, hier der nächste. Da gehen die Reifeneinlagen nicht kaputt. Nein, die haben nämlich keine. Ja, so kann man ein Video natürlich auch verlängern, aber mal ganz interessant zu sehen. Ich gebe das Hobby auf und wechsle zu Quad. Ja. Die Orange kostet ungefähr 11.000 Euro. Nee, da komme ich noch nicht ganz hin, wenn ich alles verkaufe. So, nochmal aus. Wir bedanken uns bis zum nächsten Mal bei Da Silva SE. Ciao, ciao.